Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lyria, Gameplays als Hobby. Und ich dachte mir auch, komm, wir bleiben mal bei Wrestler Pikachu mal wieder. Wir hatten ihn schon lange nicht mehr. Und schau mal, wie gut wir mit ihm weiterkommen. Wir suchen den nächsten Kampf und schau mal, was passiert. Den letzten Kampf haben wir leider verloren, aber... Wir hatten uns eigentlich ganz gut geschlagen, zumindest die erste Runde. Und die zweite auch. Der Thomas, auch aus England, mit 136 Siegen und Snibuna. Okay, meine Lieblingswelt wegen der Musik. Ich finde die Musik so cool bei dem Level. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Zwei schnelle Gegner, Pokémon. Ja. Hey, ich wollte den auch greifen, so gesehen. Nein! Voll rein, ey! ich hab's überlebt. Wie geil ist das denn? Ja, das war klar. Irgendwie war es klar und trotzdem auch schon ein Fehler. Okay, noch ist nichts verloren. Schauen wir mal. Nein, diesmal nicht. Ach, Kelle. Okay. Na toll. Nein! Oh, ein schneller Kampf. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Die Aufstiegsrunde entfernt sich. Na gut, nächster Kampf. Wir geben den nicht auf, natürlich nicht. Umso mehr freuen wir uns natürlich über einen Sieg, je mehr Niederlagen man kassiert. Aber ihr kennt mich ja, Niederlagen sind mir nicht so... Siege sind mir nicht so wichtig. Wichtig ist der Weg dorthin. Hallo, W998 aus Deutschland, mit Macho Mai. Willkommen auf YouTube. So, schauen wir mal, ob wir das zumindest gewinnen. Macho Mai langsam und kräftig und Pikachu schnell und schwach. Mann! Das gibt's doch nicht. 7 KP. Unfassbar. Round
Ah. Oh, ich glaube, das habe ich verloren. Ach Mann! Schon wieder wie beim letzten Kampf, ey. Immer hau ich direkt rein. Irgendwie time ich das alles immer so verkehrt. W998, herzlichen Glückwunsch. Du verstehst es sogar. Okay. Ein Kampf noch. Oder vielleicht sogar noch zwei, wenn es weiterhin so geht mit so schnellen Kämpfen. Suchen wir mal den nächsten. Wen haben wir? Der Arthur wieder aus Spanien. Ach, der hat sogar nur 56... Was heißt nur? Aber 56 Siege. Okay. Mal schauen, ob wir den diesmal mit Elektro schaffen, statt mit Pflanze. Ja, Wow, irgendwie wird das nichts. Weißt du, Pikachu, es tut mir leid. Irgendwie habe ich das verlernt mit dir. Habe ich zumindest als Gefühl. Und für euch Abonnenten, es tut mir leid, dass ich irgendwie gerade momentan scheinbar nicht so gut bin hier bei Pokémon Tekken X. Wie gesagt, ich persönlich habe irgendwie das Gefühl... Und irgendwie bestätigt sich das nur, dass ich, wie gesagt, immer schlechter werde. Okay, wunderbar. War nicht wunderbar. Hey, ich habe Angriff gedrückt. Oh. Schon wieder 2-0 verloren. Unfassbar. Und schon wieder so schnell. Wenn es so weitergeht, wird es sogar ein Video mit 6 Kämpfen nehmen. Hilfe! Was ist hier los? Wir machen das Video jetzt noch mit Wester Pikachu weiter, aber ich glaube, ich wechsle dann doch wieder beim nächsten Mal. Wen haben wir jetzt? Aus Italien, Giacomo mit Sherox und 219 Siegen. Es wird nicht leichter. Wobei man ja hätte sagen können, gegen den Spanier eben gerade, Arthur, hätte es leichter werden können. Bei der Siegesanzahl zumindest hergesehen. Aber wie, ich habe mich da ja schon so oft drin getäuscht. Oh Mann, wie durchbrechen die immer meinen Konter?
Hallo? Toll. 1-0. Gracias. Warum konnte ich den nicht greifen, ey? Der hat ganz normal Konter. Nein! Okay. Das darf doch echt nicht wahr sein. Oh Mann! Okay, jetzt sind wir bei 12 Minuten. Ich glaube, das reicht an verlorenen Kämpfen mit Wrestler Pikachu. Unfassbar. Ich hab's einfach nicht mehr drauf. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht hatte ich zu lange Pause davon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das irgendwie nichts. Okay, wir machen noch ein Kampfvideo mit Pokémon Tech und X, aber ich versuch's jetzt einfach nochmal mit dem Knackkrack. Wenn es da einfach auch nicht weiter funktioniert, weiß ich selber nicht, was ich mache. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wenn es auch nur zur Unterhaltung gedient hat. Und vielleicht habt ihr ja Tipps für mich oder Anregungen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich verkehrt mache? Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir hoffentlich trotzdem einen Daumen nach oben geben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und noch nicht kennt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder und eventuell auch bei anderen Let's Plays. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir und auf Wiedersehen. Tschüss!